Ja, hallöchen, zurück zur 47. Folge, liebe Freunde im Gothic im Auftrag des Königs. Ja, es soll Odyssey im Auftrag des Königs heißen. Ja, hier habe ich schon wieder eine Kiste mit Proviant. Und ich habe nebenbei noch die eine Holzscheibe hier noch gestumpft, auf dem Holzstumpf zusammen gemacht, aber leider wieder keine Feder. Ja, Kiste mit Proviant. Wieso schon wieder eine Kiste mit Proviant da steht, ich weiß es nicht. Deswegen werden wir sie mal öffnen, diese an ganz letzter Stelle. Gucken, was wir drin haben. Was, eine Holzfäller-Axt, 3 Käse, 1 Liter Milchbrot und 6 Fleischkeulen. Ja, ist doch schön. Ja, dann gehen wir mal raus. Du sollst die Tür aufmachen. Danke, nicht dagegen springen. Yep. Hier geht es nicht weiter. Mir fällt gerade auf, im Unterdeck gab es auch irgendwie noch so einen Seitenraum, bei dem ich noch gar nicht war. Und zwar hier am Ende des Fisches. Hier ist nämlich so ein Fischgang. Also so ein Schwertfisch. Da war ich noch gar nicht drin hier. Da gibt es nämlich auch wieder Kraftfutter. Und Betten. Und, da hängt eine Rüstung. Kann ich nicht anziehen, schade. Aber Honig. Voll der Honig hier. Ja, dann Betten und noch eine Truhe. Ist die abgeschlossen? Nee. Da haben wir 2 Milche und ein Wasser. Also schön viel Flüssigkeit. Gerade bei dem heißen Wetter gut. So, hier war nichts. Ja. Dazu habe ich mich jetzt entschlossen, wieder zurück zur Insel zu gehen, weil ich war ja unterhalb Konderas. Da haben wir ganz kurz mal unten in die Höhle, in die ganz tiefe Höhle gespinkst und da gab es jede Menge Piraten-Goblins. Und da wollen wir jetzt mal rüberfetzen. Hm? Nee. Ich muss nochmal zurück nach Kondera. Genau. In Ordnung. Ja, ein Glück, dass hier kein Scavenger mehr auf mich wartet, auf mich lauert, wie beim letzten Mal. Ja, und nebenbei suche ich noch dieses Wetterbuch, falls es das überhaupt gibt. Es wurde ja weggeschmissen. Hm. Gut, okay, so klein die Insel auch ist, sie ist sehr verwinkelt und sehr verborgen. Wo geht es denn eigentlich hier rum? Das ist jetzt nur so ein... Ah, ich höre wieder Gobos. Mhm. Salto Mortale. Und gehen wir mal hier irgendwo hin. Wo hast du das? Ja, die werden mir nichts sagen können. Nicht weiter sagen können. Mich fragt ja keiner. Das heißt, wir werden jetzt auf... Okay, auf dem oberen Wege mal in die Insel Kondera fallen. Das war ja... Hier rechts ums Eck. Und eine Feuernessel. Meine Fresse. Ich wollte... Sorry, diese Kraftaussprüche, aber... Es kann nämlich sein, dass nämlich wieder was gespawnt wird. An Kräutern, weil ich brauche noch unheimlich viele Feuernesseln, damit der... Nee, wir wurden... Ach ja, Wulfias braucht Kräuter. Und die gute... Gute alte Dame unten hier im Steindorf braucht ja auch noch Zirpennesseln. Ich habe das Gefühl, dass ich die Zirpennesseln hier gar nicht finde. Also ich hätte sie nichts weiter gespawnt. So. Muss mir abgewöhnen, die ganze Zeit so zu reden oder so. Denn immer wenn ich mir meinen Film angucke oder beim Schnitt, da denke ich mir, mein Gott, laberst du ein. Diese Worte, dieses Wort so. Auf geht's. Und wieder kaputt geschmissen. Nee. Diesmal klappt es auf Anhieb. Super. Ja, in einer Höhle war, glaube ich, noch ein Lurger. Ja. Das heißt, ich gehe erstmal hier links rüber. Speicher sicherheitshalber nochmal ab und versuche mal den Lurker. Ich habe wie viele Pfeile noch? 65. Schlimm. Sehr schlimm, das ist nicht viel. Wenn ich den Lurker... Ach ja, Atem, seufzt. So ein Kondera-Lurker, nee, den kann ich nicht
mit dem Pfeil und Bogen, da verballer ich mir zu viel, sorry, da verballer ich mir viel zu viel Pfeile. Deswegen, vielleicht machen wir das später. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir denn noch? Oh, 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 das ist ja nicht mal viel, das sind nur noch 400, nee, 405. Nee, 1405. 1405. Das ist noch eine Weile hin. Ja, und hier haben wir in der gruseligen, sehr dumpfen, brummenden Höhle haben wir hier viele. Geht's ja nochmal runter. Ach ja, richtig, da war ich ja ganz zu Anfang, glaube ich. Vielleicht habe ich da ja was verpasst. Nee, ach nee, hier geht's ja nur zum zweiten Wasserfall. Also, da sind sie, die Gobline. Die Gobos, die Piraten-Gobos. Die zappeln da hin und her. Ja. Mal gucken. So, der eine ist schon mal. Dann kommt der andere nach. Dann kommen noch drei weitere nach. Nö. Nicht so die Lust. Vielleicht lösen die sich dann während der Verfolgung. Das ist mir auch aufgefallen. Okay, da sind noch zwei hinterher. So, schauen wir mal, ob sie intelligent sind. Nee, ich bin dümmer. Versuche ich es mal so. Was? Ein Schlag und schon sind sie tot? Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Was hab ich denn jetzt da? Nicht zu holen. Wie bitte? Moment mal. Also, Goblin nicht Pirat. Zu plündern. Ah, der hat noch was. Wie bin ich denn ausgerüstet? Ja, immer noch mit dem Paladin-Schwert. Hä? Ich wusste gar nicht, dass ich die mit einem. Wie bitte? Da bin ich jetzt echt geplättet, liebe Leute. So. Nochmal was. Essen. Das ist ein Spezialbrot. Wo bin ich jetzt hier? Ach, normales Brötchen. Ja, auf geht's weiter. Schauen wir mal, wie wir die hier hinkriegen. Ich hoffe. Okay, hier habe ich genug Abstand. Ich möchte nicht leichtsinnig werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Oh, hier geht das noch irgendwie hoch. Wollen wir mal schnell gucken. Schnell schauen. Ach, da geht es zu dieser Brücke, ne? Ja, die ich von unten gesehen habe. Ach, lassen wir die erstmal außen vor, die Gobos. Und gucken mal, was es mit dieser Brücke auf sich. Ja. Als hätte ich es nicht geahnt. Dort hinten warten Minecrawler. Minecrawler. Minecrawler auf mich. Dafür werden wir jetzt mal diesen einen Gobo versuchen mal. Siehst du schon wieder ein Schlag? Ich glaub das nicht. Okay. Howdy Gobbo auf Bobo. Ja, oder auf den Schädel oder aufs Maul. Ich glaube, hier ist nichts Großartiges. Oh, jetzt kommen wir wieder an. So, einen haben wir ja wieder angelockt. Tatsache. Hallöchen. Ich traue dem Frieden nicht, muss ich ehrlich sagen. Wie viele sind es noch? Drei? Vier? Als zu sehen sind es hier noch drei. Ja, kommt. Und mal wieder hier. Den Weg nehmen, mal gucken. Alter Schwede. Jetzt muss man langsam meine Waffe ziehen und mal irgendwie was tun. Siehst du? Es geht nämlich nicht. Wenn zwei mich angreifen, dann ist der dritte, nämlich ich, der Dümmere.
Tja, und wenn ich sie doch mit dem Pfeil und Bogen nehmen sollte? Okay. Muss ich wahrscheinlich... Oh, mach doch nicht so eine Spirenzchen hier an der Klippe. So. Bisschen irritieren. Oh, er hat mich irritiert. Nee, das wird nichts. So, Faxendicke. Wir haben Goblin-Piraten-Boss. Das ist wahrscheinlich derjenige, der mich immer natzt, als ich versucht habe, hier die beiden... Der Goblin-Piraten-Boss ist ja schon ein bisschen erledigt. Soll ich den mal anpieksen? Steck die Waffe ein. Okay, das sieht gut aus. Ich sehe nichts. Spannend. Shit. Ja, ich wusste, dass es auch nicht passieren könnte. Ach ja, haben wir denn noch irgendwelche lustigen Feuerches? Hier, Feuerpfeil. Das versuchen wir doch mal. Dann versuchen wir es mal ein bisschen mit Magie. Vielleicht können wir den Piratenboss dadurch ein bisschen einschüchtern. Durch ein bisschen Feuer, welches ein bisschen an ihm brennt. Kommt drauf an, was er für Klamotten anhat. So. Weil ich mit dem Schwertchen die beiden jetzt nicht, oder die drei, die noch über sind, nicht. Ah, nützt alles nix. Na, Moment mal, der Goblin-Pirat ist solo unterwegs. Oh, sorry. War das aufregend? Ein Gobbo-Pirat. Haben wir wieder geschafft. Oh, lecker Fischsuppe, ne? Ne, ein Eintopf. Lebensenergie 20, das soll es doch mal gewesen sein. Also ich habe so viel Wasser. Kämpfen macht durstig. Ja, das haben wir lange gebraucht. Ja. Und jetzt haben wir da hinten noch so ein... Habe ich den eigentlich schon? Nee, habe ich noch nicht. Da hinten ist ja noch dieser Piratenboss und wahrscheinlich noch einer. Wie viele Pfeile habe ich denn verballert währenddessen? Nee. Nicht eklatant viel, wenn auch gar nicht. Gucken. Das ist nur noch einer. Dann gucke ich mal. Nee, das ist noch ein Goblin-Pirat. Wo ist denn der Piratenboss abgeblieben? Ist der jetzt unsichtbar? Habe ich den erledigt hier? Nein, kann nicht sein. Nee. Nö, das glaube ich jetzt nicht. Wo ist denn der hin? Verschwunden? Wenn du nur so ein Pirat bist, kriegst du von mir erstmal genau ein bisschen was aufs Maul. Jetzt ist der Goblin-Piratenboss verschwunden. Kann sein, dass er da hinten irgendwo ist. Weil ich sehe was da hinten. Ja, da ist er. Hat der sich versteckt da? Er hat wohl Angst bekommen von mir. Was? So, Mana-Essenz. Extrakt der Heilung, das habe ich schon wieder so gesagt. Ein Grog, ein Rum und nochmal eine Buddel rum. Eine Truhe. Eieieiei. 135 Gold, ein Silberkelch, ein Silberteller, zwei goldene Kelche, goldene Halskette, ui. Goldener Kerzenständer, das sind ja alles wieder. Ring der Geschwindigkeit. Und Brief eines Schiffbrüchigen. Leute, das ist interessant, das werden wir uns mal genauer angucken. Christ's sake. Und eine rostige Axt. So, dann gucken wir uns das mal genauer an, was wir da alles erstmal hier von den... So, Brief an Eltern. Brief an das Schiffbrüchigen. Diesen Zettel fand ich in der Schatztruhe auf Kundera. Und da war was mit Quest.
Ich habe in der Höhle einen alten Piratenschatz entdeckt. Leider wird dieser von einer Bande von Goblins bewacht, die sich mit Waffen und Klamotten von ein paar toten Piraten ausgerüstet haben. Hoffentlich komme ich hier lebend raus. Ein Schiffbrüchiger. Das heißt, wir gucken in unserem Logbuch rein und da müsste was mit privaten Goblins gestanden haben. Ja, was im alten Buch stand, ist wahr. Ich habe den Schatz der Piratengoblins auf Condera tatsächlich gefunden. Dann ist das hier sozusagen die Quest gewesen. Die Quest-Addition. Ja, Piratenboss. Bevor ich mich dem Piratenboss widme, werde ich mich erstmal ein bisschen mit dem leckeren... Ja, Gouda ist es nicht. Das könnte mehr so ein Stinkekäse sein. Mit so einer Ich mag ja so gerne so würzigen Käse. Aber lang genug gelabert. Wir wollen mal unseren Piratenboss. Den habe ich, glaube ich, im Feuerpfeil eben kurz ange... Nee. Hau ab. Da sollte ich doch mit dem Schwertchen was machen. Cool. Altes Entermesser. Ja, ich habe den Piratenboss. Da ist nicht zu holen. Erledigt. Und der hatte was ganz Tolles an hier. Schaut mal. Richtig schöne. Das sieht fesch aus. Gut, auch das ist erledigt. Ja, was heißt denn das jetzt? Heißt das, dass ich jetzt hier auch... Nee. Steht nicht drauf, dass ich den Piratenboss erledigt habe. Ja, gut. Dann versuchen wir mal zu gucken, wo es, was es hier mit diesem Brücken auf sich hat. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Hoffentlich nichts Schlimmes. Mein Gott, ist das weitläufig. Aber wieder mal gut modelliert. Vielleicht finden wir hier dieses lustige Buch. Ach ja, hier war ja so ein Minecrawler-Kram. Aber erstmal da gucken, wo es nicht so gefährlich ist. Falls es überhaupt. Ah. Ahne wieder was. Ja. Manometer. Das macht Spaß, das macht kalte Füße. Moment. Moment bitte sehr. Bitte gib mir was zu essen. So, vielleicht kenne ich den ja einzeln aus. Die sind ja nervös. Da sind das zwei zusammen. Hallo. Das ist ein Warrior-Wetten. Ja, wie soll ich denn den kriegen? Lass mal versuchen mit dem Pfeil. Nah rangehen. Mindestens dreimal abschießen. Und wir merken, wir bekommen absolut keine Chance bei dem Warrior. Ups. Jetzt hat er sich da unten verirrt. Gut für mich. Also mit Pfeilen kann ich nichts ausrichten. Dann versuche ich nochmal den Feuerpfeil. Nein. Wo haben wir denn Mana-Tränkle? Na, einfach mal so Mana-Tränkle tränkeln. Und gucken. Erstmal gucken, ob ein Feuerpfeil ein bisschen was dem Warrior anhaben kann. Brennen tut, ne? Der versucht echt so hoch zu klettern da. Ich fasse es ja nicht. Und dann gehen wir wieder runter. So. Ja. Oh, jetzt habe ich mich ganz arg verletzt. Selber schuld, sagen einige. Das stimmt. Ich will aber nur wissen, ob ich den hier mit dem Feuerpfeil... Nee, passiert nichts.
Jetzt bin ich gespannt, ob der da hängen bleibt. Das sieht gut aus. Aha. Oh, weia. Muss bloß von der Front wegbleiben von ihm. Ja, das ist wieder schade. Spannend, meine ich. Was hat er da bloß in der Wand zu wühlen? Leute, ich fasse es nicht. Wow. Condera, Minecrawler, Warrior. Die Zangen können aufgebrochener Sekret darin geschlürft werden. Es regeneriert die magische Kraft, verliert mit der Zeit seine Wirkung. Geschlürft? Das probieren wir doch mal gleich aus. Was haben wir denn hier? Reis. Lecker Reis, gut. So, aber erst noch mal hier ein bisschen was essen. Brote und die Fische. Dann hier Muschelfleisch nehmen wir auch mal. Okay. So, speichern. Und was hat es mit den Minecrawler-Zangen auf sich? Die sind ja vom Bild her ziemlich auffällig. Gucken wir mal. Die sind... Ach, hier. Unterschiedliche haben wir. Hier Feldräuber-Zangen. Hier haben wir Minecrawler-Zangen. Hier haben wir ein Dachsfell. So. Okay. Ich habe jetzt eine Minecrawler-Zange gemampft. Gut, haben wir erledigt. Okay, dann geht's mal wieder zurück auf die Brücken da. Oh, spannend. Da habe ich aber Glück gehabt. Hätte ich das abgebrochen und mal neu eingeladen, dann hätte ich... Hier sind ja, hier ist ja noch irgendwie was, ne? Noch so ein Minecrawler Heinz. Hätte ich das abgebrochen, nochmal neu eingeladen, ich hätte, glaube ich, diese Situation nie mehr wieder gehabt. Auf jeden Fall war hier auch ein Ding. Ein irgendwas Spinnenartiges. Aha. Da war der das sogar. Ist nur rüber. Oh, ein Aussichtsloch. Ein Aussichtsloch? Wozu? Mhm. Könnte sein wie so ein Kanal. Ein Wasserkanal, falls das hier voll läuft. Ja, das wäre auch mal eine coole Sache. Wenn wir hier so Hebel, Schalter hätten, wo Wasser reinläuft und irgendwas auslöst. Zum Beispiel da oben irgendwie, da kommen wir nicht ran. Ja, das ist in so einigen Spielen, habe ich das mal gesehen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ihr werdet wissen, was ich meine. Die altvertrauten Ego-Shooter-Spiele. Die ich mal auch eine Zeit lang mal gespielt habe. Ja. Ich sehe wieder was. Was du nicht siehst. Nämlich absolute Leere. Hier ist das Buch. Wetten? Nee. Hier ist die rote Steintafel. Ja. Ja, meh, jetzt haben wir die rote Steintafel gefunden. Ach, übrigens an der Stelle bitte nicht persönlich nehmen, dass ich jetzt ein bisschen österreichisch oder wenn das so überhaupt so klang. Nochmal einen lieben Gruß an Ihop gesagt. Das hab ich gesagt. Der mir fleißig Kommentare schreibt und mir auch empfohlen hat, nochmal Kombos anzuwenden. Nee, kann ich hier runterrutschen? Ich habe keinen Bock, dass ich da die ganze Zeit da noch runterlatsche. Ja, los, komm. Nö, kann ich nicht. Der bleibt da hängen. Oh Mann, schade, schade, schade. Tut mir leid. Das wollte ich nämlich machen. Ja, auch das letzte Mal musste ich so einen Code einsetzen. Also jetzt zurück, ganz schnell zurück zum Sandrock. Oder habe ich... Ach, da hinten ist ja was. Habe ich nämlich noch irgendwas übersehen? Weil immer, wenn ich was gefunden habe, will ich zurück, ganz schnell zurück. Nee, das da hinten war ja der Minecrawler-Warrior. Auf der anderen Seite gab es nichts mehr. Okay. Nur noch dieses rote Loch. Jetzt haben wir ihn hier noch.
Versuchen wir uns doch mal an ihn. Ich versuche es einfach mal. Bisschen mit Taktik oder sowas. Hallo, wieso habe ich denn hier nicht mein Links genommen? Mein Schwert? Ich dachte, ich hätte das Schwert gezogen hier. So, versuchen wir es doch. Ach ja, richtig. Wenn ich schwimme, dann ist ja mein Schwert weg. Jetzt versuchen wir es. Aber dreimal patschen. Dreimal patscht er mir ins Gesicht und dann trifft mein Gesicht auf den harten Fels. Das hat keine. Ach. Ach Leute, ich habe heute Glück. Letztes Mal nicht so ein Glück, aber heute habe ich Glück. Ach, dieser Lurker ist gelurkert. Hey, hier ist noch was. Gold. Eine Bartaxt. Sonst noch was? Nee, nur so ein Skelettchen. So, Brot und die Fische. Ach, im Grunde genommen brauche ich gar nicht so viel essen, weil ich werde sowieso zu Sandrock gehen und mal eine Runde pennen. So denke ich mir das. Wie machen wir denn das jetzt? Wo gehen wir denn lang? Ach. Wir werden das auf die ganz triviale Art und Weise machen, indem wir hier den Gluck-Gluck machen. Und rausschwimmen. Und feststellen. Dass ich bereits schon ganz viel Minuten gespielt habe. Muss ich raffen. Muss ich leider raffen. Ich werde nichts Wichtiges raffen. So. Ja, da ist ja Sandrocks Burg. Ach, guck mal, was da krabbelt da hinten. Da ist dieser Minecrawler, der uns gefehlt hat. Okay. Nö, das lassen wir da mal alleine ersaufen. So. Das mit Sandrocks Burg werde ich mal raffen. Den Weg dorthin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Weil mehr, ne? Wenn was Wichtiges ist, schalte ich wieder zu. Weiter geht's. Zu Sandrock. Nee, ich muss runter in den Keller. Ich habe das Buch ja nicht. Ich muss in den komischen Keller von ihm. Das war doch die richtige Richtung, denke ich mal. Richtig. Das war doch noch irgendwie ein Gebäude. Und dann hier genau da, wo das... Schreibpult ist. Ja, liebe Leute. Oh, hier gibt es auch noch eine Tür. Ach gut, da kommen wir wieder raus. Ja, liebe Leute. Ich lege mich erstmal schlafen und beende diese Folge. Und dann werden wir die Nische ausfüllen. Und dann gucken wir, was passiert. Okay, machen wir es so. Also bleibt dabei, schaltet ein, macht einen Daumen oder gebt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.